Wachstum statt Krise. Wie können deutsche Unternehmen in Asien punkten? Im Gespräch Bosch-Chef Franz Fehrenbach. Herr Fehrenbach, 2009 war eines der schwersten Jahre für Bosch in der Geschichte. Die Stimmung war mies. Jetzt in 2010 sind wir in Singapur und Sie eröffnen ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum. Wie ist die Stimmung heute? Die Stimmungslage hat sich total gedreht. Erstens mal waren die ersten 4 Monate für unser Unternehmen sehr erfolgreich. Die Wachstumsraten sind wieder sehr erfreulich, obwohl wir noch nicht das Niveau des letzten Vorkrisenjahres 2007 erreicht haben. Aber hier in Singapur sind wir besonders erfreut, weil wir haben uns natürlich mehrfach überlegt, sollen wir dieses Investment in diese Zentrale hier in Südostasien überhaupt fortführen oder sollen wir abstoppen, das Geld sparen? Wir haben immer gesagt, nein, wir ziehen das durch. Und jetzt kommen wir eigentlich genau richtig in den Wiederaufschwung der Wirtschaft hier in Asien. Wir sind sehr froh darüber. Das heißt, Wachstum für Bosch kommt überwiegend aus der asiatischen Region. Rechnen Sie damit? Eindeutig. Also auch wir wurden aus dieser Rezession heraus gezogen durch die Emerging Markets eher in Asien-Pazifik, muss man ganz klar so sagen. Weil sowohl Europa hängt noch durch und Amerika fängt jetzt gerade mal so an. Aber den anfänglichen Impuls, der kam ganz klar hier aus Asien. Und wir rechnen auch damit, dass über die nächsten Jahre das Wachstum, die Wachstumsrate hier in Asien etwa doppelt so hoch sein wird wie in den anderen Regionen. Sie machen ja bereits 20% Ihres Umsatzes in der Region Asien-Pazifik. Wie wird sich denn das weiterentwickeln? Also der Fortschritt, den wir gemacht haben in 2009 um 3 Prozentpunkte von 17 auf 20%, ist natürlich enorm, solch ein Shift um 3 Prozentpunkte. Aber da hat natürlich hauptsächlich mit der Schwäche der anderen Regionen zu tun. Wir gehen davon aus, dass wir bis 2015 einen Anteil erreichen werden von etwa 30% an unserem Gesamt-Bosch-Weltumsatz. Das ist mehr, muss ich zugeben, als wir noch vor 2, 3 Jahren gesehen haben. Da dachten wir mal, wir kommen in den Bereich 25. Aber das Ziel haben wir inzwischen erhöht. Grüne Technologie ist ja ein ganz wichtiges Thema für Bosch. Sind das auch die Produkte, die hier in Asien nachgefragt werden? Ja, wir haben im letzten Jahr schon mit Produkten, die wirklich regenerative Energie unterstützen, mehr als 1 Milliarde Umsatz gemacht. Und wir gehen davon aus, dass wir mehr als 1,5 Milliarden in 2010 machen. Und ein großes Wachstumsgebiet ist auch hier in Asien. Das ist die Windenergie beispielsweise. Wir haben in China eine große Fabrik eröffnet für Getriebe, für Windkraftanlagen, was ein Rieseninvestment ist. Wir machen Photovoltaik-Investitionen hier in der Region, was viel hilft. Wo wir noch etwas zurückhängen, würde ich sagen, ist auf dem Gebiet der Thermotechnology. Da müssen wir uns stärker drum kümmern in den nächsten Jahren, insbesondere Air Conditioning. Da gibt es einige Möglichkeiten hier in der Region, die wir noch nicht voll ausschöpfen. Wenn Asien so eine starke Wachstumsregion ist, wie müssen sich generell deutsche Unternehmen hier aufstellen? Ich glaube, ein entscheidender Richtungswechsel, den man feststellen konnte jetzt in den letzten 2, 3 Jahren, war, dass wir uns lösen müssen von der Idee, wir könnten die in Europa entwickelten Produkte einfach nehmen und in diese Region hier verlagern und glauben, dass wir sie hier gut verkaufen können. Wir müssen mehr und mehr zu einer Strategie kommen, local for local, auch auf der Entwicklungsseite. Das heißt, wir müssen Produkte entwickeln, die genau den Marktanforderungen hier genügen und nicht mehr versuchen, die europäischen Produkte und mit aller Gewalt hier in die Märkte zu drücken. Das heißt, auch schon bei der Entwicklung muss eine Neuorientierung stattfinden, in der Region entwickeln, für die Region. Warum braucht man denn in Asien andere Produkte als zum Beispiel in Europa oder in den USA? Ein Solarkollektor ist ein Solarkollektor oder eine Solarzelle. Warum muss die anders sein hier? Es gibt durchaus Produkte natürlich, die genau gleich sind wie in Europa, die technologiegetrieben sind. Und da wollen hier die in Asien, im Pazifik, genau dieselben Produkte haben. Aber wenn Sie beispielsweise die Automobilindustrie nehmen, da haben Sie natürlich jetzt neue Segmente, die in die Kaufkraft hineinwachsen und da brauchen Sie einfachere, kostengünstigere Fahrzeuge und die entwickeln sie nicht mehr in Deutschland. Da müssen sie mit ihren Ingenieuren hier vor Ort gehen, damit die genau die Anforderungen kennen, die hier verlangt werden und dann müssen sie hier local für local entwickeln. Aber heißt das auch, dass Arbeitsplätze zum Beispiel in Deutschland verloren gehen werden? Ich würde nicht sagen, dass Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen, weil in Deutschland müssen wir eigentlich immer wieder den technischen Fortschritt erzielen. Da müssen wir die Nase vorn haben, sagen wir in Grundtechnologien, speziell in der Forschung. Aber wir müssen die Produkte,
die dann in der Region nachgefragt werden, gängige Produkte, die dürfen wir nicht mehr in Deutschland entwickeln. Insofern würde ich mal sagen, gehen in Deutschland nicht unbedingt Arbeitsplätze verloren, aber der Aufbau, der Ausbau, der wird ganz stark in der Region hier erfolgen. Herr Fehrenbach, Sie haben ja die Finanzbranche sehr stark kritisiert in den letzten Monaten. Wie empfinden Sie denn die aktuellen Attacken auf den Euro? Die beunruhigen mich enorm. Wir haben da wirklich eine ganz, ganz kritische Situation in meinen Augen im Moment. Und für mich, die Finanzwelt treibt für mich im Moment die Politiker vor sich her. Die haben eigentlich gar keine eigene Möglichkeit mehr zu agieren. Sie müssen nur noch reagieren. Und die Katastrophe wäre für mich jetzt wirklich, wenn durch diese Verunsicherung im Euro die gerade startende wirtschaftliche Erholung wieder gedämpft wird und wir wirklich in den Double Dip hineinlaufen. Das wäre eine ganz große Katastrophe. Die Politik muss jetzt auch schleunig sich dran machen an Regularien, damit Spekulation und Dinge, die heute gang und gäbe sind in der Finanzwelt, abgestellt werden. Und ich wäre da sehr, sehr restriktiv im Moment. Bei allen Hinweisen auf die Wettbewerbsfähigkeiten der Banken und so weiter. Ich würde mal sagen, für die nächsten 6 Monate wäre ich extrem restriktiv. Das heißt, die Banken sollen zahlen? Nein, die Banken, die können gar nicht zahlen. Das muss man ja erkennen. Die Banken sind immer auf der Winnerseite. Wenn Sie die Banken zahlen lassen, dann drohen Sie mit Insolvenz und dann ist es wieder systemisch und dann muss der Steuerzahler auch wieder bezahlen. Wir sind immer dabei. Aber dann gibt es ja keine Lösung, oder? Doch, es gibt eine Lösung, dass man ganz klar festlegt, was die Finanzwelt zu tun hat und was sie nicht zu tun hat. Und da muss die Politik ganz dringend jetzt Regularien erlassen. Was hat sie denn nicht zu tun zum Beispiel? Ja, das Leerverkäufe, solche Sachen muss man glattweg verbieten für eine Zeit lang. Spekulationen gegen Währungen muss man versuchen zu unterbinden. Die machen unser Wirtschaftssystem kaputt damit und bereichern sich nur selbst. Der Euro ist ja ganz schön stark gefallen in den letzten Monaten. Macht Ihnen das Sorge? Ja, zunächst war der Euro überbewertet. Wir haben immer verfolgt, wo liegt denn so etwa die Kaufkraftparität, und die lag nach unseren Einschätzungen zwischen 1,20 und 1,25 zum US-Dollar. Und das heißt, das Niveau, was er jetzt noch hat, ist okay. Das ist noch nicht unterbewertet. Er kann sogar noch ein bisschen weiter sinken. Wenn er mal unter 1,20 geht, dann würde ich sagen, dann wird der Euro zu schwach. Und dann stimmt es die Kaufkraftparität nicht mehr. Und es natürlich macht es unsere Materialeinkäufe, gerade auf der Elektronikseite, die überwiegend in Dollars eingekauft werden, enorm, verteuert es enorm. Indirekt haben wir natürlich Vorteile über den Export. Singapur, wo wir uns gerade befinden, ist ja auch ein wichtiges Finanzzentrum für Asien. Wie wird denn von dort auf den Euroraum geschaut? Was hören Sie da? Ja, selbst hier in Singapur ist man verunsichert über die Entwicklung im Euroraum. Und auch hier weiß man nicht so genau, ob das wirklich wirkt, was die Politik, die EU beschlossen hat, ob das wirklich standhält und ob die Börsen wirklich sich erholen. Auch hier ist man ziemlich besorgt und ich war überrascht, wie stark man hier die Entwicklung in Europa mit doch beobachtet, von Asien-Pazifik aus hier. Für Ihr Unternehmen aber ist klar, dass Asien die Wachstumsregion sein wird und der wichtigste Wachstumstreiber für Bosch. Haben Sie da als deutsches Unternehmen einen gewissen Imagevorteil oder ist das eigentlich egal verglichen mit Wettbewerbern? Man kann hier immer wieder feststellen, dass eigentlich die deutsche Mentalität, so wie wir Deutsche geprägt sind und wie wir arbeiten, dass das sehr geschätzt wird in Asien. Und von daher haben wir eine gute Ausgangsposition hier für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Aber es muss nicht made in Germany sein. Wir können uns auch vorstellen, gerade Singapur ist wirklich ein Zentrum für Research and Development, Forschung und Entwicklung. Und ich kann mir durchaus das vorstellen, dass wir hier irgendwann mal mit Stolz sagen, developed and invented in Singapur. Vor Bosch. Herr Fehrenbach, schönen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.